Rückzahlung beginnen. Sehr gut. Darby muss monatlich 450.000 Zurückzahlung von drei vormals aufgenommenen Krediten bezahlen. Der Gesamtwert der Kredite beläuft sich auf 54 Millionen. Ach, das ist die Rückzahlung von den Krediten. Ich dachte von den Gehältern, die wir nicht gezahlt hatten. Aber gut. Er ist fertig gescoutet. Sieht ganz ordentlich aus, ne? Kann man mal hier auf die Auswahlliste setzen. Generell Auswahlliste haben wir bisher Winston Reed, können wir den einmal. Ach, der ist vereinslos. Oh, der wäre ordentlich, ja. Vereinslos wird der uns, glaube ich, ganz gut tun. Warte mal. Ah, okay, gut. Wir können ihn eh nicht zurückzahlen. Wir können ihn eh nicht verpflichten gerade. Das ist ärgerlich. Rückzahlung der Kredite beginnt aber erst nicht der Gehälter, wie es aussieht. Das sind die hier. Bis 2031 müssen wir die abzahlen. Boah, das ist bitter. Das ist bitter. Wählt ihr ihren Kapitän für die neue Saison? Tom Lawrence ist es im Moment. Das ist tatsächlich nicht der Beste. Ich würde ehrlich sagen, wir nehmen Curtis Davis. Der Junge ist Innenverteidiger, ist erfahren, ist Stammspieler, möglicherweise im Normalfall. Und ich würde fast sogar sagen, Kazim Richards dahinter. Wir waren Lawrence mal davor. Was sagen wir ihm? Ja, sagen wir einfach, wir haben bessere Optionen. Oha! Tom! Tom, so gefällst du mir. So darfst du auch deinen Stammplatz behalten, mein Lieber. Sollen wir Colin Kazim Richards als zweiten Kapitän? Warum nicht? Der wird wahrscheinlich vorne Stammspieler sein, oder? Ja, machen wir einfach. Ja. Mögliches Problem mit Jason Knight. Okay, komm mal her. Ich möchte, aber ich würde einige Zusicherungen über die finanzielle Situation des Vereins begrüßen. Ja, Jason. Was soll ich dir sagen? Wir können ihm eigentlich nur zustimmen. Okay, er wartet auf eine Besserung. Das ist sehr schön. Danke, mein Lieber. Mit 20 Jahren, sehr reif für dein Alter. Gefällt mir solche Spieler. Die dann nicht einfach nur dumm Stress machen, ne? Auch wichtig, dass man das hat. Jason, neuer Sportdirektor oder was? Ehrlich so. Da soll ich mich auf seinen Fußball konzentrieren. Übernahmegespräche erfolgreich. Sehr gut. Sehr gut. Connor Holder. Ersetzt ihn. Ja, wir können Transfers machen, oder? Dürfen wir Transfers machen? Bitte. Persönliche Nachricht nach Übernahme. Ich möchte Ihnen für Ihre Geduld in der für alle Vereinsmitglieder nervenaufreibenden Zeit danken. Das stimmt. Ich glaube, wenn du rausfliegst, übernimmt Jason den Verein safe. Jason Knight, der hat schon mit Connor Holder, der geht mit dem immer golfen. Und der steckt den immer zwischendurch so Dinger und sagt, hier, guck mal, Coach, nicht Coach, was sagt man zuvor? Boss, sagt er dann. Guck mal hier, ich habe das damals geregelt. Ich habe ihm damals gesagt, wir müssen auf die Finanzen achten. Und erst dann ist er aktiv geworden. Im Prinzip habe ich eigentlich im Hintergrund die ganzen Fäden gezogen. So einer ist es. Es freut mich bestätigen zu können, dass dem Vorstand über die Aushandlung eines Vertrags zur Umstrukturierung der kurzfristigen in langfristige Vereinsschulden gelungen ist, die unmittelbare Zukunft des Clubs zu sichern. Wichtig. Wichtig. Das heißt, neue Dings, Nachwuchs fördern, Gehaltsbudget einhalten, maximal ein Jahresverträge für Spieler über 34. Okay.
Mutiger Kampf gegen Abstieg bleibt und ja. Neuer Vorstand kündigt Partnerschaften auf. Okay. Ist okay, ist okay. Vorstand hebt Transfersperre auf. Das ist das ganz Wichtige. Da ist nur die Frage, ist jetzt natürlich, wie viel hat Jason dazu beigetragen, ne? Welcher hat der da vermittelt? Man weiß es nicht. Derby Schulden umstrukturiert. Das haben wir gesehen. Und wir können die finanzielle Position verbessern. Wir können mit Freude verkünden, dass wir das Insolvenzverfahren abwenden konnten, nachdem ein Deal mit den Gläubigern abgeschlossen wurde und die Pläne vom neuen Vorstandsvorsitzenden Connor Holder, den Club auf einer soliden finanziellen Basis zu führen, genehmigt wurden. Der Verein ist nun wieder in der Lage, Transferangebote abzulehnen und zu verhandeln. Wir werden. Ja gut, die 12 Punkte bleiben natürlich bestehen. Jason hat sich Anteile gesichert. So sieht's aus. Jason, die Maschine. Was soll ich machen? Ich wollte gucken, ob wir Winston Reed holen können. Mein Lieber. Aber warte, erstmal gucken wir auf die Finanzen. Die bleiben aber trotzdem gleich, ne? Die Schulden haben sich nur einfach umstrukturiert und wir haben hier ein bisschen im Budget. Alles klar. Hast du Bock zu reden? Als Superstar. Junge, komm, raff dich mal. Er will als Superstar kommen. Alles klar. Wir müssen uns da irgendwie im Bereich von 25.000 einigen. Okay. Winston, du bist eine Maschine. Ich möchte dich in meinem Team haben. Wo hast du zuletzt gespielt? West Ham die ganze Zeit. Aber der hat wahrscheinlich nicht gespielt die letzten Jahre, ne? Na, ausgeliehen. Sporting und Brentford. Also Sporting Kansas. Okay, geiler Transfer von Jason, so sieht's aus. Der Junge macht alles richtig. Ich glaube, ich bin einfach wirklich überflüssig. Ich werde auch einfach meinen Twitch-Kanal an Jason abgeben und da macht er das Ganze weiter. Der wird damit auch viel erfolgreicher. Da werde ich in einer Woche drauf gucken und der hat 5000 Zuschauer im Schnitt. Druck auf Derby wächst, den Transfer abzuschließen. Ja, da sind ein paar Vereine dran, das stimmt. Aber der will bestimmt in England bleiben. Wir debütieren als Trainer. Der ist so hässlich, ne? Aber sag's ihm nicht. Wir bekommen es mit Huddersfield zu tun. Oh, die Quote spricht sogar für uns. Dermot und Corberan treffen sich wieder. Fortschritte bei der Verfolgung der Vereinsziele begeistern den Vorstand. Und zwar Vereinsfinanzen sanieren. Geplant für 25/26, wir haben es 2021 geschafft. Nee, das Ding ist aber, ja, das war ja nicht unsere Aufgabe. Das hat ja Jason gemacht, da haben wir ja nichts mit zu tun. Rossignol sieht Davies in der Führungsrolle. Bruder, das ist der Kapitän. Was soll er sonst machen? Soll ich sie auf die Bank setzen und sagen, er redet mit keinem mehr? Gut. Ravel, du besserst dich. Bournemouth gewinnt das erste Spiel gegen West Brom. Okay. Erstes Pflichtspiel für uns als Trainer von Derby County. Wir haben schon viel erreicht und müssen das jetzt an die Spieler weitergeben. 20 Einsätze wird der Vertrag verlängert, auch wichtig. Ja, Ryan Alsop kann spielen, Forsett kann spielen, Stratton kann spielen, Watson kann spielen. Buchanan kann nicht spielen und McDonald auch nicht. Der ist noch bei McDonald's ein bisschen unterwegs, ne? Oh Gott, tut mir leid. Wir spielen mit Viererkette natürlich. Und wie viele Auswechselspieler können wir mitnehmen? 12 Stück. Wir dürfen 12 Auswechselspieler mitnehmen. Oder ist es jetzt nur die Anzeige und wir dürfen nur weniger mitnehmen? Ja, wir werden es gleich sehen. Also, wir beginnen mit Roos, mit Roberts auf der Bank, klar. Bayern rechts. Fawcett, kann der links spielen? Muss er eigentlich, ne? Der ist es nicht fit. Muss er durchziehen. Einmal Zähne zusammenbeißen und rein da. So, Davies zusammen mit Jagielka, auch wenn der nicht so top unterwegs ist. Letztes Spiel war gut wegen seinem Tor, aber Vorbereitung hätte auch ein bisschen besser sein können. So, hier spielt ganz klar Max Bird. Box to Box. Louis Sipley wird da beginnen. Sollen wir das dem auch sagen, dass er es lernen muss? Der wäre, glaube ich, als Box to Box auch gar nicht so verkehrt, ne?
Soll ein bisschen sein Stellungsspiel. Teamwork. Macht ein bisschen das hier und dann lernt er auch noch Box to Box. Das ist okay. Spielt Sibley Box to Box zusammen mit. Spielt Ibrahim. Ibrahim beginnt. Warum nicht? Hat eine ordentliche Vorbereitung gespielt. Ist okay. Ich möchte ihn sehen in der Championship. Ibrahim beginnt. Ah ne, wir haben ja Shinny noch. Ah, sorry, Ibrahim. Der hat gerade eh nicht zugehört. Der war gerade noch auf dem Klo, als ich die Mannschaftsansprache gemacht habe. Ist nicht schlimm. Wir streichen ihn mal kurz an. So, Lawrence beginnt auf der 10. Einfach weil er so kooperativ war und einfach sein Dingsamt abgegeben hat. Sein Captainamt. Das passt. Im Sturm beginnt Baldock. Zusammen mit Morrison. Auch wenn Morrison nicht wirklich in Form ist, aber vielleicht. Ja, vielleicht kriegt das ja irgendwie hin, ne? So, und dann müssen wir jetzt natürlich hier schauen. Wir haben links. Wir nehmen Butcher dann mal mit. Ich glaube eh nicht, dass wir 12 mit auf die Bank nehmen können, ne? Sturman und Solomon. Der Bruder muss aber mal. Ganz, ganz dringend hier verteidigen lernen. Der kann zwar den Ball spielen und machen von mir aus, aber Bruder, Tackling und kräftiger musst du auch werden. Junge, Junge. Dann Brown theoretisch als Rechtsverteidiger. Da haben wir Ibrahim, wir haben Watson, wir haben Joswiak. Dann kann hier sogar noch Cash in mit. Und ja, der Rest passt. Breton, Plank. Oh, Planky, wie spricht man den aus? Ich sag einfach Plank. Scheiß drauf. Juckt doch eh kein. Der wird eh kein Profi mehr. Kein, also Profi ist er ja, aber. Der wird keine große Nummer in England, ne? Muss man auch mal den Jungen auf den Boden zurückholen. So, das ist unsere Startaufstellung. Oder sollen wir Ibrahim spielen? Ah, hier sehen wir es ja. Ich bin aber auch lost, ne? Ich bin aber auch ehrlich lost. Wir haben 7 Auswechselspieler, natürlich. So. Das heißt, wir nehmen einmal ihn als Außenverteidiger mit. Sturman als Innenverteidiger. Ibrahim nehmen wir mit. Joswiak nehmen wir mit. Vorne drin Cebulski. Und Watson. Okay. Die Bank sieht sehr, sehr hilfsbedürftig aus. Um nicht zu sagen, geistig und körperlich etwas eingeschränkt für die Liga. Abgesehen von zwei Spielern. Ja, aber müssen wir durch. Let's go. Unsere neue Nummer 2, Alfie Roberts mit der Nummer 12. Mit 17 Jahren setzt er sich da auf die Bank. Wunderbar, dass der Verein ein bisschen Spieler verkaufen kann. Es ist einfach überragend. Spieler wärmen sich auf. Wir sind bereit fürs erste Spiel. Let's go, Jungs. Let's go. Gegen Huddersfield Town. So viele bekannte Namen haben sie da jetzt auch nicht dabei, ne? Tatsächlich sagt mir da jetzt fast keiner was. Aber ich habe Huddersfield jetzt auch in den letzten Jahren nicht so viel verfolgt. Ich würde mal sagen, geht raus und beeindruckt mich. Sibley und Kelly Roos wollen das machen. Okay, ich bin gespannt. Let's go, Jungs. Hier passt alles. Erstes Spiel. Lees hat Bock. Die spielen mit Fünferkette, wie es aussieht. Gegen Mainz hat es gut geklappt mit der Viererkette gegen die Fünferkette. Ne, ich spiele auch Viererkette, okay. Ne, warte. Oh, jetzt haben wir hier wieder beide Aufstellungen drin. Das ist aber absolut nervig wieder. So, die spielen doch tatsächlich mit Fünferkette, wie ich es mir gedacht habe.
So, erster Schuss für Huddersfield. Die haben ja auch ein bisschen mehr Ballbesitz. Mal kurz. Wir können es nicht anordnen, ne? Ne, das können wir leider nicht. Okay. Da ist der erste Schuss von uns. Ein Torspektakel ist es jetzt noch nicht. Jetzt vielleicht mal. Wir spielen es hinten raus mit Davis und Roos. Davis treibt den Ball nach vorne. Ist eigentlich der zerstörerische Innenverteidiger. Macht hier aber den Spielaufbau. Klasse Pass auf Bayern. Flanke kommt. Lawrence. Erste große Chance in der Championship. In unserem ersten Spiel. Nach einer halben Stunde. Darauf können wir aufbauen. Wie gesagt, Huddersfield macht das Spiel, aber Chancen kriegen sie trotzdem nicht. Mittlerweile wir fast ein bisschen gefährlicher. Fawcett. Mit Sibley. Mit Lawrence. Lawrence ist durch. Viel Platz. Der Abschluss ist aber nichts. Schade. Jetzt eine Ecke. Ein Freistoß. Davis mit der Riesenchance. Oh, wir sind dran. Wir sind dran. Jetzt mal Huddersfield auf der anderen Seite. Mit Toffolo. Ock, aber da ist eigentlich gut zu. O'Brien. Raus nochmal auf Toffolo. Wieder riskante Bälle, aber sie kommen an, weil wir nicht dazwischen kommen. Jetzt muss da mal die Balleroberung her. Shinny, komm, hol ihn dir. Ohne Karte. Danke, kommt, aber Roos ist da. Sehr gut. Graeme Shinny ist da auch ganz schön angeschlagen mittlerweile. Bisschen erschöpft. Sein bestes Spiel ist es nicht, plus gelbe Karte. Ist eher ein Kandidat, den wir dann rausholen würden. Sturm absolut tot. Und auch hinten sieht es nicht ganz optimal aus, gerade auf der linken Seite. Abschlüsse waren nicht gut genug, so sieht's aus. Und dann müssen wir mal kurz einzelne ansprechen. Und zwar Phil, Craig, Max, Jamie, Lawrence, Ravel und Baldock. Ich möchte ihnen sagen, dass ich weiß, was in ihnen steckt. Muss der Coach das bei der Fitness machen? Nee, muss nicht der Coach machen, das muss Justin machen. Das ist nicht mal meine Aufgabe. Justin übernimmt es ab heute. Wie ist er überhaupt Justin? Ich glaube schon, ne? Ja, ihr könnt besser spielen, kommt schon. Ich glaube, das ist sogar das, was ich gesucht habe. Ich habe nur einfach den Satz nicht erkannt. Auch gut. Ja, Gelka, direkt Bock. Ja, der ist motiviert jetzt an meiner Ansprache. Ravel mit Bayern. Boah, klasse Pass von Shinny. Jetzt hat er viel Platz. Ach, Jason heißt er, genau. Sorry. Guck mal, so. Ja, wie kann mir das passieren? Also morgen bin ich meinen Job los, glaube ich. Nach so einer Aussage. Lawrence mit der Ecke. Kommt nicht durch. Toffolo Konter. 2 gegen 2. Wo ist der Dritte, der hinten bleiben soll, wenn man ihn braucht? Wird, da ist er. Klasse, wie er sich den Ball holt. Überragend. Oh, Sam Baldock. Mögliche Fußverletzung. Jetzt verletzt er sich natürlich so schwer, dass wir ihn nicht mehr verkaufen können. Das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Aber Cebulski kommt rein. Der weiß, wie man Tore schießt. Der hat es gegen Mainz gezeigt. Der wird es jetzt nochmal zeigen heute. Wie viele Wechsel haben wir eigentlich? Drei, ne? In England. Die hat es ja nicht groß interessiert mit Spielerbelastung und sowas. Thomas Pearson. Brian Aarons. Oh, stark von Thomas. Sehr, sehr stark gemacht. Aarons jetzt mal auf außen. Kommt nicht durch. Max Bird räumt da ab. Ganz langes Danny Ward. Und der war kein Abseits, wie es aussieht. Nee. Oh, aus dem Nichts fällt es 1-0. Muss man ehrlicherweise sagen, war unverdient. Ja, Nummer 2, Bayern fällt. Ja, er spekuliert auf Abseits, aber war halt leider keins. Schade. Dumm gelaufen. Aber Fawcett hat Bock.
Flanke kommt, Ravel. Knapp vorbei. Ja, Flanke war wirklich sehr stark, muss man sagen. Wir müssen jetzt hier auch mal was machen. Shinny kommt raus. Ist nicht sein Spiel, Leute. Ibrahim kommt. Ibrahim kriegt die Chance. Einfach nur kurz, um zu gucken, wie viel wir auch verwechseln können. Dreimal, okay. Ja, Gielka, ja. Ja, wenn du hinten liegst und dann nochmal defensiv wechseln, weil der Innenverteidiger nicht gut spielt. Ganz schlimm. Können wir nicht machen, leider. Ich glaube, Louis Watson oder Joswerk kommt da nochmal für Tom Lawrence. Der bringt jetzt aber erstmal die Ecke. Vielleicht eine gute. Ibrahim ist da. Ibrahim! Ah, zu hoch. Lern schießen, Junge. Schade. Aber wir sind am Drücker. Ibrahim. Oh, oh, und es gibt den Elfmeter. Ja, Gielka schießt doch nicht den Elfmeter. Oh, hör mal zu da. Tom Lawrence. Oh, der ist ängstlich. Ah, der ist nervös. Okay. Ja, Gielka schießt ihn. Okay. Der ist wenigstens vielleicht abgezockt mit seinen 38 Jahren. Haben wir ganz vergessen einzustellen, ne? Ja, Phil! Da ist er doch. Und die schlechte Note ist vergessen. Er lacht über sein Elfmeter-Tor. Wirklich ist er wunderbar. Und jetzt bringen wir noch die letzte Einwechslung. Louis Watson. Ich habe so ein Gefühl, der wird für Tom Lawrence kommen. Wird das entscheidende Tor auflegen. Komm schon, Jungs. Wir sind die bessere Mannschaft. Ja, nächste Chance. Max Bird. Cipulski. Mit der Riesenchance. Unser neuer Topstürmer da vorne drin. Aus der Not geboren. Aber plötzlich Stammspieler. Ja, Stammspieler nicht. Das ist vielleicht bald Ibrahim, so wie der jetzt schon wieder spielt. Sehr starkes Spiel von ihm. Ja, Gielka, Watson. Da muss der Ball durchkommen. Cipulski. Cipulski. Nächste Riesenchance vergeben. Den Konter gibt's aber nicht. Wir haben sie im Griff jetzt. Wir haben sie wirklich im Griff. Ich möchte den Sieg. Ich möchte den Sieg, Jungs. Wir spielen so ein starkes Spiel. Wir nehmen mal disziplinierter raus. Spielen wir vielleicht ein bisschen offener. Schlagen, früh schlagen, passen in die Tiefe rein. Den müssen wir eh reinmachen. Warum habe ich das nicht rein in der Taktik? Wir gehen ins Gegenpressing. Wir gehen ins Gegenpressing und in die langen Abschläge. Wir haben vorne einen Riese drin. Wir schieben ein Stück höher. Abseitsfalle, okay. Okay, okay, Jungs, komm. Letzte Viertelstunde nochmal reinballern. Das muss ein Sieg werden, so sieht's aus. Fawcett, was ist da los? Dummes Foul da. Dummes Foul. Gelbe Karte, okay. Verzeih ich dir. Oh, Roos! Was für eine Parade! Ganz wichtig, da hat jeder gepennt bei dem Freistoß. Nur Roos war da. Und Thomas mit der Ecke. Und Roos ist wieder da. Der Junge ist unsere neue Nummer 1. Ich hab's euch gesagt. Den brauchen wir. Komm schon, ein guter Angriff noch, Jungs. Und dann holen wir hier den ersten Dreier zu Hause. Eine Chance gibt's nochmal. Nichols mit Pearson. Alles viel am Ball. Treibt ihn nach vorne, wird nicht attackiert. Thomas mit viel Platz. Forsett. Oh, Ward haut den drüber. Glück gehabt. Vielleicht doch nochmal die Chance jetzt. Sieht nicht so aus. Doch, da ist sie nochmal. Wenn wir es gut ausspielen. Ravel mit Bayern. Der wird geblockt. Ja, ist einer für Nichols. Schade. Ich habe gehofft, der fällt vielleicht irgendwie doof ins Aus, dass wir nochmal einen Eckball kriegen oder so. Aber gut. Alles viel, macht es jetzt langsam. Die sind hier mit dem Punkt zufrieden. Klar, die haben hier kein gutes Spiel gemacht, das merkt man. Schade, da war wirklich mehr drin. Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich von den Jungs gesehen habe. Fürs erste Spiel war in Ordnung. Guckt euch unsere Mannschaft an, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Unsere Mannschaft ist wirklich... Wir spielen mit einem 18-Jährigen da vorne drin.
Der ist eigentlich nicht mal gut genug für die U18. Und der macht es trotzdem klasse. Wir spielen mit Ibrahim, der ist eine Maschine. Der ist wirklich eine Maschine. Oh ja. Hätten wir nicht das dumme Tor bekommen. Aber ist okay. Fürs erste Spiel nehmen wir mit. Ich bin zufrieden mit den Jungs. Schwierigkeiten, in gegnerische Hälfte in Ballbesitz zu kommen. Ist doch okay. Wir stehen doch tief. Wir müssen doch den Ball nicht hoch erobern. Alles gut, Jungs. Meilensteine. Hier gab es ein paar Debüts. Alles klar. Okay. Und unser erstes Spiel natürlich. Halbe A-Jugend aufgestellt. So sieht's aus. So sieht's aus. Vor allem auf der Bank. Da saß die A-Jugend. Auch wenn wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht haben, könnt ihr zufrieden sein. Wenn wir öfter so viele Chancen kreieren, werden wir auf lange Sicht Erfolg haben. So sieht's aus, Jungs. Perfekte Ansprache. Ah, oh, ich liebe euch doch. Ich liebe euch doch. Die anderen Spiele, Cardiff mit einem 3-0 gestartet. Ich glaube, jetzt am Anfang sind es noch nicht so die interessanten Ergebnisse. Reading 4-0 gegen Stoke. Okay. Blackpool, wie sind die gestartet? 1-0 Niederlage gegen Bristol City. Okay. In die spielen wir jetzt im Pokal. Ich würde trotzdem was sagen. Also Carabao Cup, wirklich, lass drauf scheißen. Wir spielen mit einer B11. Für mich ist die Liga deutlich, deutlich wichtiger. Und Jagielka trifft bei seinem Derby-Debüt. Derby. Okay. Aber halt auch nur wegen Elfmeter. Naja. Wir haben immerhin minus 11. Wir haben einen kleinen Fortschritt. Wir sind minus 11 Punkte näher dran an den 0 Punkten. Minus 1 Punkt. So. Ne, wir sind 1 Punkt näher dran. So rum. Dann werde ich schon ganz, ganz verwirrt hier. Derby gibt Dauerkartenumsatz bekannt. 21.000 haben wir letztlich verkauft. Ist okay. Kann man mitnehmen, oder? 21.000, das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Und da kommt noch ein bisschen Geld rein hier. Fulham mit 2-0 gegen Middlesbrough. Und Coventry gegen Nottingham Forest mit 1 zu 1. Diese minus 11 Punkte, ich glaube, ich unterschätze es echt ein bisschen. Das ist schon, na, boah, das sind viele, viele Punkte. Aber vielleicht schaffen wir es. Ein Sieg hier wäre natürlich optimal gewesen. Den hätten wir uns auch verdient gehabt, muss ich sagen. Aber gut, so ist der Fußball manchmal. Wir haben die Chancen gehabt, wir haben sie leider nicht gemacht. Vielleicht auch, weil wir halt einen A-Jugendstürmer vorne drin hatten. Aber gegen Mainz hat er auch getroffen. Das kann es nicht gewesen sein. Das kommt mit der Zeit, glaub mir. Wir werden die Liga dominieren mit minus 11 Punkten. Spaß. Individuelles Training von Stellungsspiel beenden. Schnauze, der wird das weiter trainieren. Plank ist verletzt. Ärgerlich. Aber dann geht er wieder zurück. Wo ist er hergekommen? Welchem Loch ist er gekrochen? Er geht in die U23 und spielt erstmal da ein bisschen wieder. So, Ratschläge zur Aufstellung gegen Blackpool. Ja, also wie gesagt, Blackpool werden wir bisschen rotieren. Vielleicht spielen wir sogar Fünferkette. Sollen wir Fünferkette spielen gegen Blackpool? Warum nicht? Oder? Und dann spielen wir wieder Championship Viererkette. Ist auch ein scheiß Zeitpunkt hier. Für ein Carabao Cup Spiel. Direkt nach dem ersten Spieltag. Lass uns noch 3, 4 Spieltage spielen, wenigstens. Dass man auch die Mannschaft ein bisschen einschätzen kann. Aber wir müssen mal gucken, wie es aussieht mit den Transferregeln. Weiß ich gerade gar nicht. Regeln, Transfers. Hier. Da, Regeln zu Transfers. Under 24. Players must be offered similar terms before the third Saturday in May or 4 days after their last match in the season, whichever comes later. Otherwise, no compensation will be due if they signed for other club. Okay. Na ja gut, das ist gerade nicht so interessant. Leihgeschäfte, da Arbeitserlaubnis, das ist das. Das Punktesystem Länderspiele. Automatisch. Ligaspielepunkte abhängig von Ligenreputation, okay. Internationale Vereinsspiele, Punkte abhängig vom Abschneiden des Vereins, Ligaposition des Vereins,
Reputation der Liga. Tage bis zur nächsten Anfrage 120. Okay, das heißt also, sie müssen nicht zwangsläufig Nationalspieler sein. Kriegen auch beispielsweise, wenn sie aus einer, wenn wir jetzt einen aus der Bundesliga holen, würden wir den auch bekommen, weil die Liga wahrscheinlich eine relativ hohe Reputation hat, ne? Das ist immerhin schon mal was Gutes. So, was jetzt nicht so gut ist, ist, Jason, wie, du bist noch nicht fit? Ich dachte, du machst den Trainer heute. Ja, Bänderriss, 2 bis 4 Wochen. Also, das habe ich besser erwartet. Ja, Carabao Cup. Fünferkette. Und gegebenenfalls ein wenig schon. Ein wenig. Porsche zum Beispiel spielt Joswiak und Bayern spielt wo ist er? Brown? Da, Jordan Brown. Jason will auf der Tribüne sein, das Spiel analysieren. Das kann natürlich auch gut sein. So, Innenverteidigung bleibt. Wir spielen aber mit Curtis natürlich als. Der macht die Rückendeckung da. Der hält den Jungs den Rücken frei und dann passt es. So, Ball erobern spielt Max Bird. Spielt er? Ja. Ibrahim beginnt. Und statt Louis Sibley. Ah, doch. Doch, doch. So, ich meine, wir spielen Mittwoch. Die Frage ist, wann spielen wir wieder? An einem Samstag, okay. Och Junge, da ist schon zur Teamauswahl. Danke. Okay, da müssen wir doch ein bisschen schon. Dann lasse ich Louis Sibley mal draußen. Und wir beginnen mit. Beginnen wir mit Watson. Okay. Und vorne drin. Cebulski. Und Morrison, da wäre keine andere Wahl. Da müssen wir mit den beiden spielen. Naja, gut. Stratton können wir theoretisch noch mitnehmen. Ah, wir beginnen mal mit Stratton statt Morris vielleicht. Ja, statt Morrison. So, der ist nicht fit, der ist auch nicht fit. McDonald ist auch nicht fit. Das heißt, Solomon und Cashen wären die einzigen, die noch fit wären. Nehmen wir mal Tom Lawrence mit. Brian, der kann links und rechts spielen. Ginny, Sibley und dann nehmen wir hier Solomon mit. Okay. Let's go. Mit unserem überragenden Sturm. Also unsere Offensive ist sehr, sehr krank besetzt. Mal schauen, wie Blackpool spielt. Vielleicht spielen sie auch nicht mit der Top 11. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihre Top 11 nicht. Das heißt, ich kann es jetzt hier auch nicht beurteilen. Ja. James Husband auf jeden Fall auf der Bank. Der wurde von seiner Frau dahin gesetzt, weil die hat gesagt, heute spielst du nicht. Eigentlich sollte er mit ihr essen gehen, aber er hat gesagt, ich muss schon zum Spiel. Und dann hat sie gesagt, gut, wenn du zum Spiel musst, dann spielst du aber nicht. Denkt dran, wenn ihr da rausgeht, dass die Fans durch dick und dünn gehen. Geht raus und spielt euer eigenes Spiel. Auch gutes Ding. Jetzt. Es spielt einfach jeder nur sein Spiel und nicht mehr für die Mannschaft. Naja, wir werden sehen. Garbutt. Schöne Balleroberung von Brown. Wichtig. Direkt mal gezeigt hier. Bei uns werden die Bälle von Darby erobert, nicht von Blackpool. Wichtiger, wichtiger Start. Und wir beginnen. Joswiak. Mit Watson. Ball läuft über Bird, über Ibrahim. Bird nochmal raus. Jetzt ist der Platz. Da ist. Na, der passt gar nicht gut. Ball bleibt aber bei uns. Sehr gut. Oh nein. Und Anderson mit der ersten Shot. Ja, Digga. Also, wie er den platziert. Da war ich gerade noch am Husten. Musste meinen Husten abbrechen, dass ich was dazu sagen kann. Und dann haut er mir hier so ein Ding rein. Cashy Anderson. Alles klar. Gabriel. Mit John Chill. Auf Lavery, das ist eigentlich einer für Davis.
Naja, blockt ihn wenigstens dann. Der hätte aber eigentlich schon vorher haben müssen. Einfach zum Torwart zurückspielen. Torwart zieht das Spielfeld. Beides kann ich abspielen, muss ich ihn schlagen. Naja, Gabriel mit Dugal. Lavery wieder. Gut von Sturman. Das ist einer für Sturman, eigentlich. Sturman. Bruce lenkt ihn zum Glück drüber. Stadion auch gut gefühlt, ja. Die Fans haben auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Ja, was soll man sagen? Wenn da die A-Jugend spielt, ich weiß nicht, ob das so attraktiv ist. Oh, Cebulski, guck mal, da zeigt er, was er kann. Das hat er in der A-Jugend gelernt bei uns. Na? Kann nicht jeder. Oh, Digga. Also Connolly, das muss man auch erstmal schaffen. So athletisch an dem Ball vorbeizufliegen. Sah klasse aus. So, der Kopfball gehört uns. Ne, der gehört Lavery. Und schon wieder aus Durbans Seite durch und wieder muss Bruce retten. Einen guten Torwart haben wir immerhin mal. Fehlt nur noch die gute Verteidigung davor. Vielleicht ändert sich das mit Winston Reed. Wäre wünschenswert. Abstoß Maxwell. Von Hamburg nach Blackpool. Cebulski. Ah, muss ihn hinten rum. Joswiak verliert den Ball. Aber bleibt bei uns. Das ist wichtig. Immer wichtig, dass wir im Ballbesitz bleiben. Watson, schöner Ball. Ibrahim. Ibrahim. Nimmt ihn direkt. Olamide. Ibrahim. Was ein Ding. Ich hab's euch gesagt, der Junge, der ist. Der gehört in die Championship. Im letzten Spiel habe ich es gesagt. Was ein Typ. Maschine. Ganz wichtiger Ausgleich hier. Und mit dem 1-1 geht es auch in die Halbzeit. Die Jungs haben ein bisschen Selbstvertrauen jetzt getankt. Ja. Joswiak da links außen funktioniert gar nicht. Ich glaube, den wechseln wir jetzt aus. Auch Brown rechts nicht optimal. Die beiden da vorne machen halt irgendwas. Macht weiter und stellt den verdienten Sieg sicher. So verdient ist er nicht, aber sagen wir den Jungs jetzt nicht. Ah, wir haben keinen Linksverteidiger dabei. Muss Bayern da rein? Oder kam Morris in das Spiel? Lawrence Sibley. Okay, komm. Scheiß drauf. Wir lassen Bayern spielen. Ab geht's. Zweite Halbzeit. Kamil, das war nichts. Weißt du aber selber, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja nicht deine Standardposition. Ich verzeih's dir mal. Wenn du auf deiner richtigen Position dann besser spielst. Ah ja, Gielka schiebt das schön mit. Und der Ball kommt leider nicht an. Aber landet bei Jagielka. Garbutt. Bowler. Da müssen sie ganz zurück. Wir ziehen uns erstmal zurück, lassen sie spielen und pressen sie dann, wenn sie bei uns in der Hälfte sind. Gabriel. Na gut, jetzt dürfte er langsam gepresst werden. John Jules in der Mitte lauert ein. Och du Scheiße. Alles klar, Digga. Anscheinend haben nicht nur wir einen A-Jugendspieler im Sturm. Ah, Sturman, das ist nix. Zieh mal die Holzschuhe aus da, ha? Dass ein bisschen Gefühl da reinkriegst in den Fuß. Davis gewinnt endlich mal ein Kopfballduell, ganz wichtig. John Jules auf Lavery. An den Pfosten und Brown behauptet irgendwie den Ball. Ibrahim einfach nur weg damit. So ist es richtig. Jetzt mit viel Glück gerade. Mit sehr, sehr viel Glück. Und jetzt sage ich euch, was wir machen. Jetzt zeige ich es euch. Wir werden umstellen. Sermon zusammen mit Curtis.
Brown rechts, Burn links. Ibrahim Box to Box mit Watson. Bird auf der 6. Vorne rein kommt Raven. Wir lassen ihn mal auf der 10 spielen. Wir warten einfach nur ab. Vielleicht funktioniert er besser. Ibrahim mit Brown. Bird. Check durch. Ravel. Watson versucht es aus der Distanz. Das war nix. Links außen wartet er. Spiel ihn doch an. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt muss mal der öffnende Ball kommen. Ravel. Schade. Auf Stratton. Okay. Wieder Morrison. Sturman fliegt vorbei. Fliegt, hat er nur Augen für den Gegner. Der hat gar nicht nach dem Ball geguckt. Einfach nur in den Gegner reingesprungen. Okay. Gibt es hier eigentlich direkt Elfmeterschießen dann? Ich glaube, Carabao Cup war das, ne? Da gibt es bei dem Unentschieden, glaube ich, direkt Elfmeterschießen. So, einen Wechsel können wir noch machen. Wir holen Cebulski raus. Spielen aber nicht mit einem Zielspieler, sondern mit der hängenden Spitze. Und auf die 10 kommt Tom Lawrence, unser Ex-Kapitän. Boah, sehr weiter Einwurf. Gut von Sturman geklärt. Lavery mit viel Platz außen. Andersen geblockt. Oh, Brian fast mit der Balleroberung. Boah, was für eine Parade. Also Roos da hinten drin, der ist eine absolute Maschine. Überragend. Garbutt wieder mit dem Eckball. Wir können den klären. Jetzt Konter über Stratton. Nee. Schade. Ecke für uns diesmal. Lawrence bringt ihn. Flanke kommt. Oh, Davies. Mit der Riesenchance. Wir sind auf jeden Fall besser im Spiel, wenn wir Viererkette spielen, habe ich das Gefühl, ne? Jetzt nochmal ein Freistoß. Morrison, komm, mach den Junge. Ah, touchiert die Latte. Schade. So, und was ist jetzt? Gibt es wirklich Elfmeterschießen? Ja, gibt's. Okay. Stratton ist bereit, wie es aussieht. Lawrence auch, Ravel auch. Sturman, okay. Und Brown. Morris macht den ersten, Morrison. Dann Lawrence, dann Stratton, Sturman und dann Brown als Fünfter. Ne, stellt alle Engländer runter. ja gut, ich habe fast nur Engländer hier drin, ne? So, dann wird den sechsten schießt dann Watson, dann schießt Ibrahim, dann Max Bird, dann Davis, dann Bayern und dann Roos zur Not. Okay. Ich bin gespannt. Der kann so hoffen, dass der Gegner mehr Engländer hat. So sieht's aus. Wir werden sehen. Mannschaftsansprache. Kommt, Jungs. Fäuste ballen. Ah, okay, vielleicht nicht das Beste. Bedächtig aufeinander gelegt. Wir sind ganz ruhig und entspannt. Wir trinken noch einen Tee, kurz vor dem Elfmeterschießen, ne? Wir sind Siegertypen. So sieht's aus. Let's go. Erster Elfmeter, Morrison. Der kann das, der ist mit 28, der ist überall rumgekommen, der ist abgezockt. Der macht den auch. Wunderbar. Garbutt. Der verschießt. Der verschießt, ich sag's euch. Schon wieder anläuft. Ah.
Aber in der richtigen Ecke, Luis. Tom Lawrence. Mach den. Richtig. Geht's ja weiterkommen im Pokalgeld? Ich gehe mal von aus. Aber ich glaube im Carabao Cup nicht so viel. Ich glaube, es sind wirklich minimale Beträge. Anderson. Den hat Roos. Ah, wieder richtige Ecke. Den Ball hat er leider noch nicht. Schade. Stratton jetzt. Junger Spieler könnte nervös sein. Nee, macht er eiskalt. Da lässt er sich gar nichts anmerken. Lavery. Na, ein Kandidat. Hat ein gutes Spiel gemacht. Da kann man auch mal einen Elfmeter verschießen. Aber nee. Guckt Roos aus. Der Erste, der wirklich 100% sicher gegen Roos trifft. Sonst hat er immer die Ecke gehabt. Jetzt Sturman. Oh Gott, wie läuft der denn an? Boah, eiskalt. Eiskalt, da ist er, der Junge. So macht man es als Innenverteidiger. Du Girl. Jetzt kommt Roos. Einen kannst du mal halten hier. Oh, eiskalt. Eiskalt, also richtig guter Elfmeter hier, ne? Ist ein gutes Elfmeterschießen. Wie sieht's aus mit Brown? Ja, macht ihn auch. Sehr gut. Und jetzt gibt's ganz, ganz, ganz viel Druck. Für Kio. Kio hat jetzt richtig Druck. Und zwar beim Elfmeterschießen. Was er sonst macht, weiß ich nicht. Aber hier. Macht ihn aber. Okay. Ich kann Chase im Hintergrund sehen, der versucht die Gegner zu verwirren. Ja, der verwirrt unser eigenes Team noch. Watson. Boah! Yes! Louis Watson. Was für Elfmeter sind es hier? Das ist Showschießen. Stewart. Ja, der hat von Jason gerade was ins Ohr geflüstert bekommen. Das habe ich gesehen. Vielleicht reicht es jetzt für den Fehlschuss. Weit übers Tor vielleicht. Ein Ramos. Mach einen Ramos. Nee! Roos hat ihn. Was für eine Maschine. Und was für ein Elfmeterschießen, muss man aber ehrlicherweise auch mal sagen. Sehr, sehr krass. Ibrahim. Geiles Spiel, der Junge. Der ist richtig heiß. Birds noch nicht so angekommen. Die Jungs hier passen. Top. Aber Elfmeterschießen war wirklich überragend. Kann man nur anerkennend den Kopf schütteln. Ne? Wahrscheinlich anerkennend den Kopf schütteln, oder? Ja, ich bin sehr glücklich. Wir haben nicht unsere Bestleistung abgerufen, aber wir haben das gewünschte Ergebnis erzielt. Ja, ob das jetzt so gewünscht war, das Ergebnis. Also, wie gesagt, wir hätten das auch gern einfach so mitgenommen. Einfach so liegen lassen, den Pokal. Uns auf die Liga konzentriert, aber. Naja. Gut. Guck mal, wie böse er guckt. Weil er jetzt erst sein Debüt gemacht hat. Hat er gesagt, guck mal, Coach, ich spiele doch die ganze Zeit so gut. Lass mich doch spielen.